So, da wären wir wieder und ich bringe schlechte und gute Kunde gleichzeitig. Ich bin die Folge nochmal durchgegangen und in Folge 35 sieht man, dass wir hier schon mal waren. Also die Wand war zu, wir wussten nicht, was das Ding da macht und wir sind einfach hier lang gelaufen, da rechts rein und haben einen Schlüssel genommen, der da in der Einbuchtung lag. Den Schlüssel haben wir auch schon benutzt, das war der Rubinschlüssel. Das heißt, wir hätten diese doofe Lupe gar nicht erst finden brauchen. Hätten wir uns alles sparen können. Wir hätten einfach hier damals den Schlüssel nehmen können und weitermachen. Und dann runter zu den Dämonen und bei den Dämonen weitermachen. Anstatt zurückzulaufen und das hier wieder zu finden, weil wir dachten, dass hier irgendwas ist, was wir brauchen, um weiterzukommen. Aber ja, also, unser Ziel ist jetzt relativ klar. Das Einzige, was wir machen können, ist, bei den Dämonen weiterzukämpfen, was zwar schwierig wird, aber wir wissen wenigstens, was zu tun ist. Also hoffe ich jetzt einfach mal, denn was anderes fällt mir nicht ein. Das Einzige, was ich weiß, ist, wir brauchen den roten Schlüssel wahrscheinlich, weil der rote Schlüssel ganz, ganz unten im Dungeon ist. Und ganz, ganz unten im Dungeon sollte der Power Gem sein. Das heißt, meine Hoffnung ist jetzt, dass der rote Schlüssel unten bei den Dämonen liegt und nicht hier, wo ich zuerst gedacht habe. Aber gut. Das. Und Feuerbälle. So, das heißt, jetzt folgen wir der Spur einfach so weit, wie sie eben führt. Die sind deaktiviert. Da waren diese Fallgruben, die man nicht wirklich gut sehen konnte. So, ja, hier waren die ganzen verschiedenen goldenen Schlösser mit verschiedenen Farben. Also hier war grün, da hinten war türkis und ich glaube hier irgendwo haben wir den Rubinschlüssel auch benutzt. Ah, ja, na gut, konnte ich nicht wissen, sei es drum. Und da lang. Ja, die Dämonen werden jetzt ein echter Brocken, nehme ich mal an. Oh, und euch können wir nochmal ein bisschen verhauen für Kriegerlevel. Denn die dritte Stufe von dem Inquisitor wäre bestimmt ganz schick gegen die Dämonen. Ja, was war denn so schwierig? Die haben tierisch viel ausgehalten. Wir haben keinen einzigen von denen bisher umgebracht. Und die haben halt auch Flächenschaden gemacht, weil sie zaubern. Ich hatte zuerst den Verdacht, dass sie nicht zaubern, wenn man in Nahkampf geht. Aber das hatte sich dann in Wohlgefallen aufgelöst. Es kann aber auch gewesen sein, dass wir einen Zauber bekommen haben von einem anderen Dämon, der weiter hinten stand. Oder von der Seite von diesen Feuern. Also das müssten wir wahrscheinlich nochmal austesten. Ansonsten, da ich jetzt ja wieder mit Tastatur spiele, können wir einfach das Ausweichspiel spielen. Das heißt, wir gehen hin, schmeißen Feuerball, gehen wieder zurück. Und das machen wir so lange, bis einer tot ist. Oder bis wir merken, oh, die sind gegen Feuerschaden immun. Dann machen wir das Ganze nochmal mit Blitzen. So. Sind hier noch mehr von euch? Ihr seid ganz gute Trainingspartner. Nee, ich höre nichts rumtappern. Schade. Ach nee, ihr schon wieder. Nee, ihr bringt jetzt nicht Set um. Das wäre ja gar nicht toll. So, bei denen mussten wir im richtigen Moment den hier zaubern. So, boah, das ist immer echt viel zu knapp. Ein Zauber von dem macht schon so viel Schaden, das geht gar nicht. Aber gut, hier geht's weiter, hier geht's weiter. Ah, ist irgendwie überladen? Nein, nein, nein und nein. Also rüber da. Hier lang, runter. Wo sind wir jetzt? Hier ist keine Spur. Oh, der Silberstoff- und Dämonenlevel. Hier müsste gleich ein Teleporter nach oben kommen und die Flamme wieder aktiviert. Ja, das hätte ich mir sparen können. Aber gut. So, und hier gab es nur einen Weg und der führt in den großen Raum, wo rechts und links diese Feuer waren. Das heißt, wir werden uns jetzt gut vorbereiten müssen. Das heißt, erstmal machen wir jede Menge ganz starke Heiltränke. Du hast schon, hier sind noch zwei Flaschen. Dann werden wir schön schlafen, essen, trinken, alles was sein muss. Nur für den Fall, dass das auch irgendwie die Stats beeinflusst. Und dann schlafen natürlich.
dann magischen Schild, Feuerschild, Schildschild und Schildschild. Und dann hoffen wir einfach das Beste. Das war's an Tränken. Jetzt brauchen wir noch seine Stäbe wieder. Da ist einer. Wo ist der zweite Stab? Da ist der zweite Stab. So, was haben wir allgemein? Wir haben hier das Feuerschild bei dem. Wir haben nichts Ordentliches bei dem. Wir haben gar nichts bei dem, weil der Stab leer ist. Und hier haben wir auch ein Feuerschild. Ich weiß nicht, ob die stacken. Und ich weiß nicht, ob ein selbstgezaubertes Feuerschild besser ist als der von den beiden. Aber ich hoffe einfach mal, dass der vom Feuerstab stärker ist als alles andere. Denn der Feuerstab ist ja angeblich ein so mächtiges Artefakt, dass er sogar den Grauen Lord aufgespalten haben konnte. Da sollte sein Feuerschild dementsprechend gut sein. So, oh, die Würfel sollten wir benutzen. Ganz viele Würfel. Wie viel Mana macht der? 8. Gut, das ist zu vernachlässigen. Also machen wir unsere Würfelkiste auf und holen die mal raus. So. Machen die Würfel inzwischen irgendwas anderes? Nee, einfrieren und einfrieren. Warum gibt es dann blaue und grüne? Wir müssten doch eigentlich inzwischen hoch genug sein, um da irgendwelche besonderen Fähigkeiten freizuschalten. Komisch. Na gut. So. Schlafen. Hier dürfte uns eigentlich nichts passieren. Denn die Dämonen kamen nicht wirklich aus dem großen Raum raus, letztes Mal. So. Keiner hat Hunger, keiner hat Durst. Du bist vergiftet. Na gut. Du kannst mal was trinken. Hallo? Ich weiß, das wird wahrscheinlich gar nichts verändern, aber es ist jetzt so ein bisschen Aufputschstimmung. So, wir sind die Besten, wir sind gut drauf, wir sind super vorbereitet und so weiter. Das ist gerade das Chaka-Erlebnis. So, LP 70. Okay, dann gehen wir mal bis zu der Stelle, wo die Dämonen kommen. Also bis kurz davor. Und dann buffen wir uns. Nee, da wollen wir nicht lang. Und ich höre die ersten Schritte. Und hier sind Dämonen. Goodie. Also nehmen wir mal recht hohe Stufe in das Flugzeug. Und recht hohe Stufe das. Und Feuerbälle. Feuerbälle. Und jetzt laufe ich da gleich rein, mache sofort ein Leben einfrieren. So, wir wollten noch mit dem Feuerstab. Feuerschild. So, ich laufe sofort rein, mache Leben einfrieren und guck, wo die. Wo sind die Dämonen? Oder wir laufen einfach an den Dämonen vorbei. Ja. Und hoffen einfach mal, dass hier unten keine. Oh. Keine Dämonen sind. Und wir sollten nicht mit Feuerbällen auf einen Drachen schießen. Blitzstrahl. Blitzstrahl. Leben einfrieren. Und backstabben. Ja, wir können wahrscheinlich nicht backstabben, aber trotzdem. So, der Blitzzauber dauert viel zu lange. Und noch ein. Komm schon. Dreh dich nicht so schnell. Ah, gut, der ist langsam im Drehen. Das heißt, wir können einfach immer hinter ihm rumtanzen. Hihi, hihi. Ah, schrei ihn an. Gib ihm Drachennamen. Wo auch immer genau vorne bei dem ist. Also ich glaube, das könnte schon vorne sein. Definitiv nicht der hellste. Aber dafür hält er eine Menge aus. Was aber auch ganz gut ist, denn so trainieren wir schön unsere Kriegerlevel. Auch wenn das nicht das Wichtigste beim Drachenkampf sein sollte. Aber gut. Mana hat er noch welches? Oh, das ist vorne. Das ist definitiv vorne. Riesiges Maul. Vorne. Schielender Blick. Seite. Langsam dürfte es doch mal umkippen. Ja, jetzt haben wir Licht gezaubert. Super. Ich muss mir noch mit dem Feuerstab irgendwie
am Pieksen. Also Brandish hat schon mal nicht geklappt. Oh, und unser eines Schild ist weg. Das ist, glaube ich, das Magieschild gewesen. So, schon besser. Ja, es war definitiv gut, dass wir nicht überladen sind. Zum einen konnten wir so bei den Dämonen schnell durchflitzen. Und wir können so mit dem Drachen hier quasi unendlich lange tanzen, bis er irgendwann vor Ermüdung umkippt oder Altersschwäche. Also wenn die Schadenszahlen da nicht wären, dann würde ich jetzt schon aufgeben, glaube ich. Aber solange er Schaden bekommt, muss er auch irgendwann sterben, oder? Also wenn es jetzt reingeskriptet wäre, dass wir ihn gar nicht umbringen könnten, dann dürften da keine Zahlen auftauchen. Jedenfalls von meinem Verständnis her. Also prügeln wir weiter. Du kannst nochmal einen Feuerball raufhauen und du hast sonst nichts. Aber schon komisch. Ich meine, wir kämpfen jetzt mit unseren beiden Kriegern hier mit bloßen Waffen gegen einen riesigen Drachen. Gegen einen riesigen Drachen und kriegen trotzdem keinen Kriegerlevel. Das ist schon doof. Und jede Menge Drachensteaks. Ja, wir müssen definitiv nicht wieder nach oben. Und wir haben natürlich keinen Platz. Doch, da haben wir Platz. Gut. Zip. Die nehmen wir alle mit. Auch wenn wir eigentlich gar keinen Platz haben, aber die kommen trotzdem alle mit. Du kannst schon mal gleich gerade essen. Du kannst auch noch irgendwas in die Hand nehmen. So. Ah, das war jetzt ja schön und so, aber ich würde eigentlich ganz gerne hier weiterkommen. Und der Drache hatte nichts dabei. Das heißt, eigentlich hätten wir ihn wohl gar nicht töten müssen. Aber gut, wenn wir hier irgendwann mal rauskommen, können wir wenigstens angeben, wir haben einen Drachen getötet. Und wusste ich doch, dass da was auf dem Boden liegt. Eine silberne Münze auf grauem Grund. Das ist... Ja, wenn ich etwas von diesem Let's Play im Gedächtnis behalten werde, dann graue Schlüssel auf grauem Grund, die wir andauernd übersehen. So. Wir sind mal wieder total vollgestopft mit Krimskrams. Das kannst du essen. Das kannst du trinken. So. Da ging's hoch. Zu den Dämonen, das wollen wir nicht. Denn die Dämonen sind schwerer als der Drache. Die Münze, okay, der Stab ist hier sinnlos. Steine, Asche, noch mehr Münzen. Also es scheint ein Drachenhort zu sein. Das heißt, hier wird irgendwas Wichtiges rumliegen. Die Fackel kann wegkommen. Wir werden kein Rätsel mehr lösen. So, hier ist auch... Was hat es mit der Asche auf sich? Achso, es werden wohl Abenteurer sein. Aber ich habe schon zu oft Sachen auf dem Boden hab. Oh, rumliegen sehen, die nichts... die was verdeckt haben. So, was haben wir hier? Ein Auge der Zeit. Das hört sich an wie so ein Würfel in Artefaktform. Okay, wir lassen ein bisschen Essen liegen. Und die ganzen Edelsteine. Ich habe den Verdacht, die sind echt nur Deko. Kalista, was machst denn du? Passt auf jeden Fall besser zu einem Magier als ein Helm. Na gut. Hat jetzt unser Elijah eine Tiara. Was soll's? Ah, seht ihr? Ich hab's gewusst. Square Key. Das sind die ganz billigen Schlüssel vom Anfang. Na gut. Was zur Hölle ist das? Das war auch irgendwie zu einfach. Ich speichere mal lieber ab. 71. Und da es sich gerade so schön anbietet als Cliffhanger, mache ich auch mal einen Cut. Und in der nächsten Folge gucken wir, was das komische Ding da an der Wand ist. Also bis gleich.